Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Nach vielen, vielen Jahren sind sie wieder vereint, die zwei Bauprofis. Mit dem Lion Gamer nehme ich nämlich heute zusammen auf. Lion Gamer, ich grüße dich. Ja moin, Mahlzeit, Leute. Ich weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal zusammen gespielt? Ui, das ist schon ewig her. Ich weiß gar nicht, was das letzte Spiel war, was wir auch zusammen gespielt haben. Wahrscheinlich irgendwas LS oder so, aber... Ja, boah, aber Bausimulator, Bausimulator das ist ja schon vor Jahre fünf her. Jahren oder vier Jahren gewesen sein. Ja. Also auf jeden Fall schon seit ewig vielen, her, vielen ja. Jahren. Ja. Trotzdem erinnern sich noch viele und deswegen haben wir uns gedacht, gut, wenn es gewünscht ist, dann machen die Bauprofis weiter. Du hast gerade schon gesagt, Mahlzeit, so ja. Ist es auf der Baustelle. Es gab auch die Sticker auf deinem Helm, gab es irgendwie gratis, ne? Ja, also, natürlich, habe ich einmal schön zugegriffen und alles, was ging, draufgeklebt. Jeder Helm steht für ein bisschen Seriosität auf dem Bau. Ja, genau. Für Bauerfahrung. Auf jeden Fall. Gut. Ich würde vorschlagen, wir machen heute den Auftrag Gewichtige Geschichte. Das ist ein Kampagnenauftrag und im Beschreibungstext heißt es: Die Ausgrabungen am alten Kloster sind fast abgeschlossen. Über den Waldweg können die Fundstücke dann zum Museum transportiert werden. Den würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach mal an und machen den auf Mittel. Auf Hoch gibt es zwar ein bisschen mehr Cash, aber wir machen den mal wieder auf Mittel. So kriegen wir den vielleicht ganz gut hin. Ja, sehe ich jetzt auch gleich, ob du ihn angenommen hast. Sehe ich das dann oder muss ich ihn auch annehmen, weißt du das? Nee, das wird für beide angenommen. Okay. So, ich starte, ne? Ja, weil ich sehe jetzt gar keine Übersicht irgendwie, oder? Jetzt kommt sie. Ah, jetzt. So, die Besprechung, also ich würde vorschlagen, ich flitze schon mal vor und du könntest schon mal mit dem Tieflader den Bagger. Brauchen wir den jetzt auch, ja. Obwohl, hier ist nur der Baggerlader empfohlen. Dann nehmen wir, glaube ich, lieber den Baggerlader. Und das wir brauchen noch einen Kran. Übrigens, reicht der Pritschenwagenkran? Ich weiß nicht, wie groß der ist. Nee, hier wird ein großer Kran empfohlen. Echt? Okay. Ja, also der kleine Mobilkran. Ich denke mal für die ganzen Exponate, so heißt es ja im Museumsjargon. Die schönen großen Museumsstücke da. Ja, das wollen wir nicht geizen. Ja. Gut, dann kannst du gerne schon einen, entweder den Baggerlader hinholen. Also das ist für den Aushub, ne? Sehe ich jetzt hier. Genau, für den Aushub. Also dann Kranarbeiten, den Baggerlader oder den Kran. Ja. Uiuiui, Container groß. Na cool. Sehr gut, dann genau, flitze ich mal mit dem Baggerlader hinterher. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Ja. Also wirklich, heute keine Faxen, ne? Leon, ja. Keine Faxen. Das ist das Wichtigste. Übrigens, ich hab's eben schon gesagt, ich habe mich vorbereitet mit Bauarbeitersprüchen. Ich selbst habe mir auch schon hier ein paar aufgeschrieben. Was? Aber vor allen Dingen haben mir die Leute noch welche geschrieben. Und es gilt ein Grundsatz, auch bei den Bauprofis. Wie geil ist das denn? Ja, pass auf. Egal ob faul oder fleißig, der Hammer fällt um 13.30 Uhr. Das ist gut, ja. Da sehe ich uns. Das ist unser Motto. Ich meine, wir fangen ja auch früh an hier. So, also die Nacht. Du musst übrigens nicht alle die ganze Strecke da fahren, ne? Also kannst du auch machen, aber du kannst auch per schnell hinreisen. Ja, das Geld, das gönnen wir uns mal. Dann der Praktikant und hier bringen. Dann reise ich doch mal direkt zu dir. Zack. So, ich muss mal kurz mit dem Museumsdirektor hier sprechen. Ich weiß nicht, ob du das auch hörst, aber ich glaube nicht. Warte, ich bin gleich da. Eine Dialogszene wurde gestartet. Ja, warte, ich will auch. Du musst teilnehmen. Lasst mich teilhaben. Die Fundstücke aus der Ruine sind in der Zwischenzeit fast vollständig freigelegt worden. Bei der engelsgleichen Statue handelt es sich um ein Abbild des verschollenen Burgfräuleins. Der stolze Ritter dort wird in den Klosterschriften, die wir gefunden haben, als ihr Beschützer erwähnt. Neben den Statuen hat unser Team auch etliche Bruchstücke von diversen Utensilien geborgen, die wir zur näheren Untersuchung ins Museum mitnehmen dürfen. Außerdem vermuten wir, dass die verlorene Hand des Ritters noch irgendwo hier unter der Erde liegen könnte. Bedenke, dass einige Fundstücke ein enormes Gewicht haben. Mit einem kleinen Ladekran wirst du dort wohl wenig ausrichten können. Naja, solange die Fundstücke unbeschadet im Museum ankommen, bin ich zufrieden. Uiuiui. Okay. Hast du alles mitbekommen? Ja, ne? Wir sollen die verlorene Hand suchen. Die verlorene Hand. Ja. Liebe Zeit. Uiuiui. Also jetzt. Und? Das wird aber keinen Spaß machen mit dem Baggerlader hier. Ja, warte mal, hier müssen wir irgendwas baggern. Nee, da? Nee, hier müssen wir was abladen. Nee, hier vorne musst du. Komm mal zu mir. Wo bist du denn? Ah, da. Falscher Weg. Komm ich hier drüber? Andersrum. Ja. Ja, oh. Geh nicht. Die historische Mauer. Arbeitsschutz und Sicherheit wird bei uns groß geschrieben. Ja, genau. Genau, du musst da einmal, genau. Hier, ja, schon alles ausgelegt natürlich, professionell. So, jetzt pass auf. Das muss alles, also diese ganzen markierten Bereiche müssen hier freigebaggert werden. Weil da diese Sachen drunter sind, oder? Weil hier ist ja schon die
Der Ritter und was weiß ich. Das Fräulein oder was? Aha. Mhm. Oh. Ob das eine Nummer zu groß ist für die Bauprofis, ich weiß es nicht. Lass uns einfach mal, schnapp dir mal den Baggerlader und dann guck einfach mal. Ich hole jetzt schon mal den Mobilkran und dann gucken wir einfach mal, dass wir hier schon mal so ein bisschen parallel arbeiten. Es ist ja auch mal hell, sehr gut. Es kann aber sein, dass wir vielleicht später, also vielleicht miete ich mir auch noch einen Baggerlader. Dass wir schneller vorankommen dann. Ja, vielleicht ist es sogar ein bisschen besser. Aber jetzt muss ich ja mit diesem hinteren Ding hier arbeiten, ne? Den gab es damals noch nicht. Eine zähe Nummer hier, ne? Das sind ja große Bereiche, die man da ausbaggern muss. Ja. Wäre jetzt nur schön zu wissen, wo die Hand. Ist ja nur, wir müssen jetzt nur die Hand suchen, oder was? Oder müssen wir. Was ist das Ziel eigentlich bei dem Ausbaggern, oder? Das andere sind doch diese beiden auf Statuen, den die wir. Nein, ist nicht fragen. Machen. Einfach machen. So. So, ich guck mal, welchen Bagger ich hier nehme. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwie einen. Du machst das jetzt nicht mit der vorderen Schaufel, ne, oder? Ich glaube nicht, oder? Ich muss ja da runterbaggern, ne? Das geht ja, glaube ich, gar nicht an. Oder? Ja, ich nehme mir mal hier so einen Kompaktbagger. Dann mache ich mal Miet. Wie teuer ist das Mieten? Wie läuft das? Musst du jetzt dann irgendwie, wenn du es zurückgibst, dann irgendwie so einen gewissen Betrag zahlen? Oder wie läuft das hier? Es ist relativ ähnlich zum LS. Außer, dass man, wenn man hier entsprechend in der Stufe ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Ja. Dann kriegt man hier Rabatte. Ich krieg jetzt zum Beispiel schon beim örtlichen Händler 10%. Wir kennen uns gut, der Jochen und ich. Freundschaftsrabatt. Ja. Na, guck mal, ich habe schon eine Schaufelladung, 26% hier schon. Das dann hätten wir es gar nicht gebraucht, ne? 50% geht ja flotter als gedacht. Oh. Ja, ja, direkt die Bauprofis hier wieder. Ich habe nichts verlernt über die Jahre. Nicht verlernt, ja. Obwohl ich diesen Bagger noch nie bedient habe. Ja. Aber ich habe ja vor der Folge schon gesagt, also die Steuerung ist sehr, sehr ähnlich zu der alten Steuerung. Auf jeden Fall, ja. Zack. Kann man nichts verlernen. Schickes Gerät hast du dir da geholt. Mhm. Aber die Auswahl ist schon deutlich größer geworden im Vergleich zum vorherigen Bausimulator, ne? Auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt auch irgendwie USA-Fahrzeuge und so, ne? Man kann ja irgendwie USA oder Europa spielen, hab ich das richtig gesehen am Anfang? Genau, ja. Es gibt zwei Karten dieses Mal und ich denke, da kommt sogar noch eine weitere Karte. War echt cool, okay. Mhm. Ja, haben sie schon ganz gut gemacht. Also mir macht der auch Spaß. Also es ist wirklich mal wieder so ein Simulator. Ich meine, der ist jetzt nicht perfekt, ne? Also gerade in der letzten Folge ist mir der Baggerlader durch die ganze Welt geflogen. Da war wirklich noch einiges los. Aber das ist schon einer der besseren Simulatoren. Ja. Muss man wirklich so sagen. Na, nichts einstellen. Zack. So, eins habe ich schon erledigt. Wo willst du weitermachen? Wobei, willst du hier links das machen? Oder der rechts? Nicht. Ja, ja, machen wir so. Ups, dong. Erstmal die historische Mauer kaputt gefahren. Randale. Mit dem Herrn Professor. Hoffentlich ist der gerade nicht hier. Ja. Wenn der das mitbekommt. Man kann übrigens auch die Erde aufladen, also auf einen Dumper, aber das machen wir nicht. Achso, dann kann man die noch verkaufen. Verkaufen, ja, okay. So. So, weiter geht's. Keine Ahnung, bei mir lag da auch jetzt irgendwas in der Grube drin. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich hab's mir jetzt gar nicht genau angeschaut. Ist das die eiserne Hand? Ich weiß es nicht. Mach keine Faxen. Die wertvolle Hand. Zack. Nicht, dass ich noch mit der Schaufel hier zerstöre. Zack. Und was hast du jetzt letzte Folge gemacht? Du hast denn hier die Straße herbauen müssen, oder was? Nee, das habe ich schon in der Kampagne davor. Vor zwei, drei Folgen gemacht. Mhm. Ich habe in der letzten Folge. Was war denn das nochmal? Da habe ich so eine Parkanlage gebaut. Oh, das hat sich gezogen, doch. Ja. Du ahnst es nicht. Wieso? Ja, irgendwie war das. Oh, hier ist auch irgendwas drin. Uiuiui. Obacht. Genau. Mach mal die Samtschaufeln hier ran, ne? Genau. Einen weißen Handschuh dran. Das ist wertvolles Zeugs, was wir hier ausgraben. aber genau, ich musste auch davor, also in der Kampagnenmission, muss man vorher erstmal die Straße hier hin bauen. Erstmal Zugang hier zu der historischen Stätte. Weißt du, wann man hupt auf dem Bau? Keine Ahnung, wenn Feierabend ist. Das auch. Wenn, weil ich glaube, Pause. Wenn der LKW beladen ist. Ja, oder? Ich glaube dann auch. Ja, genau. Du weißt, dann kann er weiter wegfahren, so, ja. Wenn Feierabend ist. Ja, würde ich sagen. Genug geschafft für heute. 7:15 Uhr. Ja, also. Wie lange soll man noch arbeiten, ja. Muss übrigens um 8 Uhr, da hat mir
meine Frau, die Erika, die hat mir ein paar Stullen geschmiert. Die müsste ich dann erstmal verzehren, ne? Das kann ich verstehen. Frühstückspause. Gute Frühstückspause. Ich komme hier gerade irgendwie... Oh doch, ich hab's sogar schon fertig. Du bist schneller als ich, glaube ich, ne? Zack. Du musst einmal noch... Fahrbereit. Achso, genau. So, die Lichter kann ich einmal ausmachen. Ja. Wieso bist du denn so schnell? Wir haben doch die gleiche Schaufelgröße. Ja Mensch, keine Ahnung, Erfahrung. Meine sieht da sogar noch größer aus. Ja. Erfahrung. Alles Erfahrung, ja. Ich habe doch heimlich schon das Spiel durchgespielt, bevor wir hier aufnehmen. So, was hast du denn da Schönes bei dir drin liegen? Ja, das kann ich auch noch nicht so ganz entschlüsseln. Ich bin auch wirklich sehr vorsichtig unterwegs. Du musst erstmal meine Samthandschuhe anziehen. Gott sei Dank hast du einen Helm aus. Oh. Ja, wollte ich gerade sagen. Und die ganzen Sticker schützen zusätzlich. Aha, aha, aha. Interessant. Ich glaube, jetzt wird das ein bisschen... Ist das hier die Hand? Ne, was ist das denn? Keine Ahnung. Man kann ja auch nicht so tief buddeln, war das bei dir auch so? Ja, ja, es geht nicht so tief, ja. So. Männer. Sehr gut. Da haben wir sie. Wo ist die eiserne Hand? Keine Ahnung, hier liegt auch irgendwas. Keine Ahnung, ob das eine Hand sein soll. Das ist einfach jetzt schon ein Running Gag geworden hier. Ja. So, dann gebe ich den Fix zurück. Ja. Wir wollen ja nicht unnötig Geld bezahlen. Ah, hier, G. Muss ich immer noch dran gewöhnen, dass man mit G aus- und einsteigt. Ja. Und du musst auch immer, um die Funktion zu wechseln, F drücken, oder? Und dann kannst du auch so wechseln, irgendwie. F und Tab. Dann. Ach, Tab war das, stimmt. Ah ja, okay. Danke. Wie im alten. Ja. So. Dann brauchen wir jetzt einen Kran, ne? Jetzt gleich den großen Kran, ne? Ja. Mhm. Boah, da kommen wir aber gut durch hier mit dem Auftrag. Das ging ja schon also, gut. Die Fundstücksicherung. Guck mal gerade. Du meinst genau Kranarbeit, Fundstücksbergung. Ja, dann hol dir doch mal gerade schon mal den Kran. Soll ich den schon mal mieten oder kannst du es auch machen? Mach du es, glaube ich, gerade mal. Ich bin gerade ein bisschen noch überfordert, den zu mieten. Das habe ich noch nicht gemacht. Bist du, glaube ich, schneller. Okay. Weil ich weiß auch nicht, wie das funktioniert mit den Rechten hier, aber okay. Das ist ja egal. Machen wir jetzt einfach mal. Also wir nehmen jetzt mal den kleinen Kran, ne? Wir machen das jetzt nicht mal unnötig teuer hier. Ja, das war ja einer, der empfohlen war einfach da, ne? Ja, genau. Den nehmen wir. Es gibt auch noch den sechsachsigen. Noch einen größeren, naja, der, was, LTM 1080 31 oder 3.1 oder was immer das ist, der reicht ja wohl. Dann LTM 1060, genau. 1060, ja, ich hole den mal schnell hier zur Baustelle und da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier alles... Das sieht aber gar nicht aus, dass wir die irgendwo hinfahren müssen, oder? Ja, das ist auch meine Frage, aber das müssen wir gleich mal gucken. Ja. So, wo ist die Baustelle hier oben? Leon, ich komme. Uiuiui. Spielzeug mitgebracht. Schönes Spielzeug. Oh, ich muss den Kranplatz noch verdichten, bevor du da bist. Wichtig, wichtig. Originale Nichtskönner hier. Kranplätze müssen verdichtet sein. Ronny Schäfer. Aber hier haben sie schon irgendwie, hier haben sie schon Platten ausgelegt, ne? Ja, ja. Haben wir natürlich alles schön vorbereitet hier. Sag mal, wie soll man denn hier durchkommen? Ja, ja, jetzt zeig mal deine Fahrkünste. Ja, guck mal, wie soll man denn hier, ohne die, dass man das irgendwie schafft? Historische Städte hier zu zerstören. Ach du liebe Zeit. Wo muss jetzt überhaupt hin? Warte mal, was muss denn verladen eigentlich? Ja, nee. Ich glaube, ich nehme einfach den Poller da weg. Ach ja. Die ganzen Fundstücke. Hä, wobei die sind hier alle. Hier ist ja, gibt es ja diese Stufen mit A, B, C und so, ne? Ja. Und jetzt, wenn ich hier dieses V drücke, kommt man ja in diesen Modus und die ganzen werden alle mit A irgendwie markiert. Und du hast aber jetzt Stufe C sogar schon und der Baggerlader oder wie der heißt nochmal, der hat auch Stufe A. Hätten wir sogar mit dem auch laden können dann? Da fragst du mich jetzt Sachen. Ich nehme immer das, was empfohlen ist, aber ich glaube, man könnte jetzt zum Beispiel auch an die Baggerschaufel. Hängen. Aber der Kran ist. Ich habe aber auch noch einen großen Bagger. Ja. Aber ich glaube, wir müssen das hier einfach in die Kisten tun, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, okay, dann nehmen wir uns noch einen zweiten Mobilkran, weil das wird jetzt ein bisschen nervig, glaube ich. Weil ich kann ja mal probieren, ob ich es mit dem Baggerlader hinkriege. Ja, gut. Ich schnapp mir den einfach mal. Try it.
Ja, dann ich bin hier mal durchgefahren, ne? Jo. Dann bleiben wir mal hier. Ich dachte, wir könnten... Boah, jetzt fährt er hier nicht aus. Bahnplatz vollgeschaufelt. Ich dachte, wir könnten wieder so... zugeschaufelt. Ja, der fährt einfach nicht aus dann. Na gut, stabil steht er nicht, aber er steht. Ja, ich habe mir halt doch nicht verdichtet. Er ist ja nicht verdichtet, der Platz. So. Ja, jetzt mal... Ne? Oh! Ich hab, in der Kampagne musste man ja auch dieses eine Auto da, was da irgendwie ja. in die Grube rein ist, irgendwie da rausziehen. Hab ich erst mal mit der Schaufel so hin und her geschleudert, dass ich dann doch irgendwie anders mit dem Pritschenwagen rausheben sollte, weil da sollte man, glaube ich, eigentlich auch mit dem Bagger das rausheben, aber das habe ich ja nicht ich so ganz hinbekommen. Nee, ich hab's auch mit dem Pritschenwagen gemacht. Okay. Stimmt, das geht auf jeden Fall. Du kannst es auf jeden Fall mit dem Pritschenwagen hier rausheben. Na, guck mal, jetzt habe ich es an der Schaufel, aber ich kann die Schaufel nicht, weil ich etwas ungünstig platziert stehe. Ist nicht ganz in die Kiste laden. Aber du kannst mit. Kannst du den Arm noch weiter raus? Ach, du kriegst das schon hin. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder alles hier wieder abladen. Oh, ei. Die guten Fundstücke. Wo muss denn der. Wo sieht man denn jetzt, wo das rein muss? Das sind doch direkt hier. Die Kisten dann genau. Ja, aber ich habe die letzte Kiste nicht gesehen. Oh, das ist wirklich heiliges Zeug, was wir jetzt hier im Wagen haben, ne? Können wir alle in den Knast kommen. Wir sind hoffentlich gut versichert. Ja, bei den Bauprofis gibt es keine Versicherung. Ja. Werden keine Fehler gemacht. Wir brauchen sowas nicht. Ah, das ist ja Präzisionsarbeit hier. Ja. Also ich würde dir empfehlen, dass du dir auch so einen Mobilbagger, Mobilkran. Ja, warte. Kann ich es nicht mehr absetzen, weil das was im Weg befindet? Boah, dein erste ist versenkt hier. Sehr gut. Hast du gerade die eiserne Hand am Haken? Nee, irgendwas anderes. Keine Ahnung. Es liegt schon in der Kiste drin. Jetzt will ich es absetzen und dann steht hier, das Absetzen ist nicht möglich, weil sich was im Weg befindet und dann wird mir mein Bagger markiert. Was ist das denn hier? Das ist schlecht. Oh, ja, du bist zu nah dran, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Also nochmal, Versuch Nummer 3. Jetzt haben wir den heiligen Josef, den wir jetzt hier irgendwie verladen müssen. Er fliegt durch die Luft. Man weiß überhaupt nicht, was man hier eigentlich tut. Ja. Ohne Sinn und Verstand würde ich einfach verladen. Ja. Ganz stumpf. Egal was das ist, einfach drauf los. So. Ich hab mal eine Möbellieferung bekommen von der Spedition. Hast du das auch mal gehabt? Ja, genau. Ja, wo die dann irgendwie Sofa oder sowas zum Beispiel mal bekommen. Ja, genau. Also, das wurde bei mir, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber das wurde bei mir auf einer Europalette geliefert. Ui, ja. Und dann kam da so ein LKW an, kam mit so einem, wie heißt das nochmal, Lift? Also, nee, wie heißt das denn nochmal, dieses Ding, was man auch in Supermärkten hat. Ich weiß nicht, das Ding, was man so ziehen kann, wo die so hochpumpen können Hubwagen und so Paletten ziehen können, ja. Genau, er kam da einfach an, Ding, hat geklingelt, ne? Und dann hat er mir so einen Lieferschein gegeben, musste ich kurz unterschreiben. Und dann hat er mir einfach in unseren Hausflur diese Palette gestellt und den Rest muss ich selber machen. Und wie viele Stockwerke dann? Also das ist wohl normal so, keine Ahnung. Ja. Ja, weiß ich auch nicht, was machst du da mit so einer Europalette, ne? Achso, du hast ja die Palette. Achso, du konntest es schon noch hochtragen, aber die Palette war einfach dann noch da, die du hattest so noch über. Das war jetzt nicht vom Gewicht das Problem, sondern einfach, dass du eine Palette noch hattest. Ich hab Gott sei Dank hier einen Aufzug. Ansonsten weiß ich auch nicht, was ich da gemacht hätte. Achso, und dann hast du noch so eine Palette über gehabt einfach. Ja. Und? Ja, dekorativ keine Ahnung, in der Wohnung eingesetzt? Jetzt in meinem Kellerabteil. Okay. Seit 2 Jahren oder so. Ja, kannst du noch schön was. Ich weiß auch nicht, wo man sowas abgibt. Ich glaube, es gibt so Stellen, wo man dann Europaletten... Ich hätte es einfach zum Wertstoff hochgebracht wahrscheinlich, keine Ahnung. Nee, du kriegst dann auch Geld für. Echt? Ja, da ist so ein Pfandsystem da. Oh, hör mal, der Bauprofi, weiß es nicht. Du machst mich fertig. Ich arbeite nicht mit Paletten. Hast du das jetzt da reinbekommen? Ja, ich hab's schon drin. Also ist irgendwie ganz komisch, dein Kran ist zusammengebaut und diese Figur schwebt durch die Luft. Das sieht so. Was? Das echt? Strange aus, ja. Da waren gerade irgendwie. Das ist der Bausimulator, wie wir den lieben. Da waren gerade irgendwie nur die Seile, die gingen von deinem Haken halt, wenn der Kran zusammengebaut ist, halt quer durch zu der Figur irgendwie. Naja. So soll das sein.
4 von 5, wo ist denn das letzte, bitte? Also du... Achso, ja gut, dann lohnt es das nicht mehr. Ich wollte gerade nochmal vorschlagen, also du kannst dir wirklich gerne hier so einen Mobilbagger hinbieten, ne? Mobilbagger? Kran. Ach, das ist alles hier. Guck mal, hier hinten, hier hinten müssen wir auch noch was rausholen. Das die kennst du Schlosser Eilig? Nee, was ist das? Wer sagt, ist das? Was nicht passt, dann fahr eilig. Ja, ich hab gesagt, ich bin vorbereitet, ne? Hab ich hoffentlich nicht zu viel. Steht auch auf deiner Liste. Was ist denn hier in 20 Metern? Irgendwas so eine Löwenstatue. Ich weiß nicht, ob wir da aber eher deinen Kran brauchen. Achso. Ein bisschen weit weg wahrscheinlich für den hier. Ja, gucken wir uns erstmal an. Ja, da haben wir ja schon den ersten Storn, ne? Ah, nee, komm. Kann ich mir nicht einfach. Wohl nichts. Noch die Treppen runter, ne, besser nicht. Komm du mal besser. Wir müssen das dann vermutlich auch verladen, ne? Ich weiß es noch nicht, es sah jetzt irgendwie nicht so aus, aber weil da immer nur dieser Kran im, aber vielleicht, weil es sei nicht aus, dass wir irgendwo hin transportieren. Sicherung, da müssen wir vermutlich hingehen und dann Spezialteilplatzierung. Ja gut, keine Ahnung. Keine Ahnung, weil hier ist irgendwie noch so eine Ladefläche markiert. Kann aber auch für die Folgemission sein. Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwie weitermachen müssen. Ja, ich komm mal rum, ne? Ja, ich wink dich mal ein, komm mal her. Ja, wink mal. Nicht, dass du hier noch irgendwas Schönes umfährst. Jeder Fehler ist teuer. Ja. Kommt der Herr Professor mit seinem Porsche angefahren. Ja. So was wollen wir nicht. Nie wieder Baufirma hier auf dem Gelände. Die Bauprofis nehmen wir nicht nochmal. Kein Folgeauftrag. Das wäre lustig, wenn man hier irgendwie, wenn das Spiel einfach sagen würde, nee, gibt keine Aufträge mehr. Zu schlecht. Sie haben zu schlecht gearbeitet. Der Kunde war unzufrieden. Ja, keine weiteren Aufträge. Dass man sich erstmal wieder gutes Ansehen erarbeiten muss. So. Mensch, das ist alles hier in Herbststimmung. Ja, das wurde mir auch erklärt, habe ich auch negativ angemerkt, dass es hier alles so im Herbst-Setting ist. Ist das dauerhaft, und, oder wie? Ja, genau, das ist dauerhaft. Okay. Es gibt keine Jahreszeiten. Soll vielleicht später noch kommen, ist, glaube ich, in dieser Roadmap da vermerkt. Ja. Aber da hat mir jemand geschrieben in die Kommentare, Ansgar, du hättest einfach nur zuhören müssen bei deinem eigenen Gamescom-Interview, denn da wurde es erklärt, warum das so ist. Achso, okay. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe es an mir dann auch nicht mehr angeguckt. Aber wohl nicht freundlich, aber bestimmt... auf einen Fehler hingewiesen. So, der Löwe ist am Haken. Schön rein hier mit. Kann ich hier eigentlich schon zumachen? Wahrscheinlich nicht, ne? Müssen wir gleich, glaube ich. So, sagst du? Ja. Was das? Ja, das passt schon. Kann ich jetzt runter? Nein, jetzt bist du zu weit hier drüben. Mehr nach rechts. Von dir aus gesehen. Ja, so, ne? So ist gut. Geht runter, ne? Runter, bisschen rüber noch. Ein bisschen rüber. Noch? Ja, weiter rüber. Nach rechts rüber. Der gute Löwe. Oh, das ist aber wirklich... Muss man Präzision. Hier die Position. So. Noch ein bisschen nach rechts drehen. Jetzt runter, ja. So ist das schön. Oh, er ist angehakt. Ah, jetzt... Ja. Jetzt ist er fast zerbröckelt. Oh, ja. Sicher. So, jetzt musst du, glaube ich, G drücken, ne? Ja. Hallo, sichern. Ah, zack. Einmal schön die Kiste zu. Den Kran hier einsteigen. Hä? Geht das nicht? Wie? Ah, hier. So, was muss denn so, jetzt hier platziert werden? Na, guck mal, die müssen jetzt ganz da vorne hin. Oh. Da, wo wir vorhin angekommen sind, auf dem Hauptplatz. Da sind hinter dir, auf dem Hauptplatz, sind die so markiert, so blau. Ah, ja, okay. Aber dann können wir die vielleicht... Warte mal, ich nicht die mit dem Kran jetzt schon mal in die Richtung hebe. Und die anderen müssten wir eigentlich alle von dem Platz da rüber kriegen. Der wird doch lang genug sein, oder? Ja, ich glaube auch. Also ich würde auch an deiner Stelle, genau. Ja, mach das mal so, dass du... Ich guck mal, wie nah ich dran komme. ...den ersten da irgendwie rüber bekommst und dann würde ich mich auch hier auf den Platz hinstellen. Ich glaube so, ist, glaube ich, am sinnvollsten. Dann gucke ich schon mal, ob ich zu dem nächsten Auftrag irgendwas vorbereiten kann. Und Stücke verladen. Wo müssen die denn... Ja, genau. Gut. Da brauchen wir doch den Pritschen-Dings. Tieflader, ne? Oder den Tieflader dann irgendwo drauf können, ja. Lalala. Guck mal, da kommt eine Kiste angeschwebt. Wir nehmen mal den Tieflader, weil der ein bisschen mehr Fläche hat. Ja.
Auf dem Pritschenfahrzeug ist zwar realistischer, aber. Nein, das reicht nicht ganz. Es fehlen 10 Meter oder so. Ja, gut, aber du kannst es ja da erstmal. grobmotorisch unterwegs. Die wertvolle Fracht. Du kannst es ja hier erstmal hinstellen. Ja. Und dann kannst du den Mobil. Dann hier nochmal abstellen. Pack ich da vorne dann nochmal, ja. Aber ich mach mich auf den Weg, ne? Ja, bis gleich. Mach gut. Mach das, ich pass auf. 13:30. Oh, ist schon längst Feierabend. Mensch, ich hab Hunger. Ohne Mittagspause hier. So. Ich muss, glaube ich, da noch den. Oder soll ich da auch den Pritschenwagen nehmen? Ob der reicht, der müsste doch eigentlich reichen für die paar Kisten, oder? Ah, wir nehmen mal den Pritschenwagen, weil bei dem Tieflader muss ich jetzt erstmal noch den Bagger runternehmen. Und arbeiten, das machen wir nicht so gern, ne? Ich dachte schon gerade, die Holzbox war gerade in der Erde versunken. Das war eine eiserne Hand. Das war ein Geräusch von der eisernen Hand gerade. Hilfeschrei. Nee, erst war die Holzbox gerade verschwunden, dann kam sie, ist sie wieder aufgetaucht. Ich dachte schon so, oh nein. Was ist das denn jetzt? Vielleicht als ich gerade die Schnellreise gemacht habe, oder? Kann das sein, da? Weiß nicht, ja. Aber jetzt wieder alles da. Gott sei Dank. Gar eine Faxe auf der Baustelle. Da habe ich erst Schreck bekommen. Wie hätten wir das nur dem Museums-Heini erklären sollen? Bitte? Wie hätten wir das nur dem Museums-Heini erklären sollen? Ja, ja. Die Kiste wurde im Erdboden, versunken. So. Ja, da kommt das alles in diesen Container hier rein. Nee, ne? Sieht nur so aus, glaube ich. Ach, da steht auch so ein Ding, was du, von dem du erzählt hast. Hier, ich weiß immer noch den Namen noch nicht. Vielleicht. Was denn? Vielleicht müssen wir das da reinschieben? Das wäre lustig. Hier, wo wir die Kisten hinladen, da steht so ein Ding, von dem du erzählt hast, mit dem der LKW-Fahrer dir die Palette da in die Wohnung, in den Flur geschoben hat. Steht hier direkt da rum. Das wäre natürlich jetzt mega lustig. Und daneben ist so ein offener Container. Das wäre ganz cool, wenn man die jetzt so da reinschieben müsste, aber. Na, ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass das so ist, aber schauen wir mal. Das wäre noch lustig. Ich bin gespannt. Bist du schon über die Map gefahren? Eigentlich nur das, was man bei der Kampagne gemacht hat, so die Stadt dann hauptsächlich, den einen Teil. Wieso war es da noch so, oder? Ja, ich habe mit einer Sache wirklich ein großes Problem hier im Spiel. Ja. Ampelschaltung. Möchte ich ja einfach mal als Stichwort reinsetzen. Wieso, was ist mit der? Das ist eine Katastrophe. Es ist nämlich nicht so, in der Realität ist ja so, dass meistens die eigene Fahrspur und die gegenüberliegende Fahrspur grün haben. Ja, ne? Genau. So, hier im Spiel ist so geregelt, dass reihum immer nur eine Spur grün bekommt. Okay. Das heißt, man muss doppelt so lang warten und es dauert ewig lang. Ja, das ist ja ewig ätzend, ja. Und weißt du, warum die das so gemacht haben? Also ich weiß es selbst nicht ganz genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass die sonst Probleme mit dem Abbiegen haben. Dass die Autos dann ineinander fahren. Achso, mit der KI nicht ganz passt, so. Ja. Also die Ampelschaltung erinnert mich aber an die eine Ampel, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, fahre ich so eine Strecke, wo ich auch über so eine Kreuzung muss und dann wird wirklich die Linksabbiegerspur, Geradeausspur von jeder Fahrtrichtung einzeln geschaltet. Und dann, wenn man gerade die Grünphase verpasst hat, weiß man, es muss erstmal 2 Minuten mindestens da rumstehen, bis man wieder fahren kann. Es gibt also auch bei euch sowas. Gibt's also auch in echt. Ich dachte, das sei unrealistisch. Aber Ampelschaltung ist sowieso eine sehr spezielle Sache. Ich habe das Gefühl, jede Ampel ist so ein bisschen anders geschaltet. Das stimmt. Bei uns gibt es hier zum Beispiel so eine Fußgängerampel. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber es muss ein Witzbold gewesen sein. Ja, wieso? Da ist das genau so geschaltet. Also da ist in der Mitte so eine kleine Insel. Ja. Und da ist es genau so geschaltet, dass du, wenn du als Fußgänger über die eine rüberkommst, garantiert nicht über die andere rüberkommst. Aber es ist gerade so, also wenn du sehr flott gehst, dann ist es gerade so, dass du im Prinzip bei der Ampel ankommst und sobald du da angekommen bist, wird's rot. wer macht sowas? Das muss doch ein Unmensch sein. Die Ampel verarscht einen sozusagen. Ich kann doch drüber und dann ist sie plötzlich rot und dann schafft's doch nicht mehr. In Ordnung, Anzeige ist raus. Ja, da gibt's auch so eine Ampel hier irgendwo, wo du so eine Hauptstraße überqueren, die ist nur für Fußgänger. Und dann hast du in der Mitte halt auch so eine Insel und dann musst du auf der anderen Seite nochmal extra drücken. Und die erste Ampel dauert halt schon ewig, bis du die erste Etappe geschafft hast. Dann bist du in der Mitte und musst halt mindestens nochmal genauso lange warten. Das ist für den Fall, dass man sich auf der halben Strecke überlegt, ach nee, ich geh doch wieder zurück. Ja. Das machen doch nur Unmenschen. Ja. Das finde ich nicht in Ordnung. Nicht fußgängerfreundlich. Ich glaube, das mit dem Pritschenwagen war doch eine dumme Idee. Weil wenn das irgendwie noch verladen wird,
Wieso? Dann brauchen wir vermutlich doch den Schwertransporter. Na, ich bin jetzt eh gleich fertig. Noch eine Kiste. Und dann haben wir es. Ja, ich bin jetzt auch erstmal mit dem Pritschenwagen rangekommen, ne? Müssen wir jetzt einfach mal gucken. Sehen zur Not gleich. Treiben wir uns als Stunden auf, ne? Ja. Im Fehltransport hier. Kommt einfach mit auf die Rechnung. Mensch, das ist ja perfektes Timing. Bin auch fast Mahlzeit. Fertig. Mahlzeit. Oh, ist die laut. Gerade selber fast erschreckt. So. Es gibt eine Anzeige von den Nachbarn. Die armen Statuen schlafen. Lärmbelästigung. Die eiserne Hand geweckt. Guck, da links an der Kiste steht so ein Ding, von dem du erzählt hast. Ja, wirklich in den Container rein, oder? Keine Ahnung, aber das wäre irgendwie lustig, wenn die das... Dann müssen wir den vermutlich auf einem Schwertransporter dann... Das wäre krass, wenn die das so gemacht hätten, ja. Ja, es gibt schon so... Also einen Schwertransportauftrag habe ich schon gemacht, deswegen... War das so ähnlich. Ja, dann müssen wir gleich nochmal den... Ah, komm, ich mach den mal ready, ne? So, wir sehen es ja jetzt, das ist ja jetzt hier fertig. Und jetzt ein Stück weiter verladen. Ah, jetzt müssen die echt da rein. Ja, lustig. Da geht mir jetzt einfach. Ah, okay. Warte mal, ich mach erstmal das Ding hier. Weil wir brauchen den Kran ja dann wieder, um das darüber zu laden, ne? Ja, ja. Achso, du hast jetzt nur dahin. Achso, du musstest die jetzt aber nicht einzeln reinschieben. Ich dachte nur so, oh cool. Nee, gut, ich muss jetzt tatsächlich. Dann hole ich nochmal schnell per Schnellreise den MAN. Ich dachte es noch, weil da ja auch Schwertransport steht. Ah, ja, aber okay, dann dachte stimmt. Ich mir, oh nee, stimmt. Wollen wir jetzt den großen nehmen? Da steht noch der Bagger drauf. Machen wir doch den kleinen, aber. Krass, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass man diesen Container da transportieren muss. Ich dachte, er ist nur so Show-Objekt hier, so, weißt du, so ein bisschen Baustelle aufhübschen. Ja? Stellen wir mal einen Container hin. Also die Story-Missionen sind auch gar nicht so schlecht gemacht, ja, finde cool. Ich. Da hat sich schon ein bisschen was verändert. Fällt mir auf jeden Fall. Bisher ist echt ein schickes Spiel. Vor allem jetzt nochmal mit mehr Fahrzeugen und so, das hat schon was. Ich war, das andere Baustelle, was war das nochmal, 2015, wie hieß der? Genau. Oh ja, da habe ich auch so viel gespielt davon und dann... Ja, ja, ich weiß, du warst wirklich führend, ne? Ja. Du warst eine Bausimulator 2015 Koryphäe. Ja, ich weiß gar nicht, so viele Folgen davon, so viele Stunden des Spiels. Ja, gespielt. Und du warst ja auch ultra erfolgreich damit, ne? Ja. Also ich meine, du hast ja ein bisschen vor mir mit YouTube angefangen. Ja. Glaube ich, also zumindest mit diesen ganzen Let's Plays. Ja. Und was wirklich, also bei Bausimulator, wenn man das gesucht hat, es kam nur Line. Hat man nur meine Videos gefunden. Genauso wie eine Zeit lang auch beim Flugsimulator. Das mit dem neuen Flugsimulator gibt es ja deutlich mehr, die das machen, aber... Bei dem alten, beim FSX davor, war ja gefühlt auch, zumindest im deutschsprachigen Raum, gab es auch fast keinen, der so Flugsimulator, wie das zumindest so häufig und so viel gemacht hat wie ich. Da war das, glaube ich, so ähnlich, aber ja, Bausimulator war auch so. Da war ich schon immer so, ja, hoffentlich kommt mal ein neuer raus. Und da, wo ich ja noch Aktivvideos halt gemacht habe, so, mal gucken, man kommt mal ein neuer, ist ja schon so ewig her und so. Ich weiß nicht, ob da mal irgendwann auch die Rede mal von einem war, aber dann kam ja immer nichts. Und dann kam ja immer nur die für das, für Android und iOS, also fürs genau, Handy und Tablet raus. Da habe ich auch mal so. Einen habe ich mir da auch mal geholt und habe das mal gespielt. Die aber waren ja macht nicht so viel Spaß, ne? Nee, also wenn man ein PC-Spieler so cool. ist, das ist kein schon Vergleich. Was anderes, ja. Mahlzeit! Dann lade ich mal den Container über. Ja, wie lange kennen wir uns jetzt? Ui. Weiß gar nicht, was wir das erste Mal zusammen aufgenommen haben. War das Landwirtschaftssimulator? Es kann sein. Ich weiß aber auch gar nicht mehr welcher. Es kann sein, dass das mit diesem, war unser erstes Projekt da vielleicht dieses riesige Multiplayer-Projekt? Oder hatten wir davor noch irgendwas? Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß noch, was unser erster Kontakt war. Weißt du es auch noch? Ja, mit dem Gewinnspiel das, oder? Gewinnspiel, ja genau. Da hast du nämlich bei dem Gewinnspiel mitgemacht. Genau. Und da dachte ich mir, ach, das ist doch der Leingeber. Das war nämlich vom Stadtbahn-Simulator Düsseldorf. Genau, das ein absolutes Scheißspiel. Ja, da habt ihr doch noch von, war das von einem anderen Kanal, den ihr noch hattet, da genau. Habt ihr doch irgendwie den, na, habt ihr so gut getestet und verglichen irgendwie. Genau. Ja. Zack. War jetzt nicht so realistisch. Ja. Ein paar Sachen haben übereingestimmt, aber naja. Gut. Kannst du eigentlich mit einsteigen? Das wäre es jetzt noch. Oh, warte mal, da steht einsteigen. Ja, nice. Das ist ja schick. Na gut, ich gebe mal kurz den Kran zurück. Mhm. Oder brauchen wir den jetzt noch? Es kann auch sein, dass wir den mitnehmen müssen, weil wir den nochmal... Ui. Nee, ich glaube nicht. Gib den mal zurück. Nur noch Lieferung. Wobei hier steht, liefer die Funkstücke auf die dafür vorgesehene Positionen am Zielort. Ja, okay, dann lasse ich den vielleicht doch nochmal. Soll ich einfach mal, dann fahre ich mit dem Kran hinterher einfach.
Ja, gut, dann mach das so. Und dann zur Not kannst du einfach weiterfahren zum Händler. Ja. Aber eigentlich gibt man den sowieso übers Menü zurück. Ja, okay. Viel schlimmer ist, dass ich das jetzt hier, glaube ich, rückwärts machen muss, ne? Ich weiß nicht, wo ich die Und das soll. Ohne Rundumleuchten. Ah, stimmt. Wie kannst du nur... Die Sicherheit. Das ist ja fahrlässig. Ja, Mensch. Guck mal, da haben wir doch... Ich dachte, wir bräuchten länger für den Auftrag. Ja. Aber haben wir doch ganz gut hinbekommen. Baggern und so noch, ne? Ja. Wo soll ich hier wenden? Geht nicht. Nee, ich muss jetzt wirklich rückwärts... Ja, das war, vorne ist ein bisschen eng, ne? Ja, ich glaube, da verkeile ich mich mehr. Komm, Bauprofi kann auch ein bisschen... Rückwärts mit fahren. Mit 2, 4, 6, 8 Achsen... kann ich auch mal rückwärts fahren. Warum denn nicht, ne? Eben. Aber schön auch nur über die Innenspiegel in der Innenansicht. Der Außenspiegel. Geht nicht, da wird nicht alles angezeigt. Achso, okay. Das ist hier bei dem Schwertransport ein bisschen schlecht gemacht. Kommt hier auch noch das Gegenlicht hier. Die Sonne steht tief. Gefährlich. Keine leichten Voraussetzungen. Oh, wenn man hier schön die Steine knacken hört. Serien. Ja, die Sounds sind wirklich, die sind viel, viel besser als im 2015er. Ja. Ist die Straße noch lang, die du hier gebaut hast? Nee. Aber wenn er einen kann, ne? Straßen bauen. Ja. Mit schön vielen Kurven. Ich möglichst nicht geradeaus. Ja, dann hättest du die Straße anders gebaut, genau. Ja, das ist nur für den doofen Professor und seinen Porsche. Ja. Extra viel Granit hier reingemacht. Ah, ich wende jetzt hier. Kein Bock mehr mit 7 km/h rückwärts zu fahren. Ja, du kannst das. Ja. So. Na, das ist doch hier super manövriert. Ah, hier ist der Wendeplatz. Ja, ja. Abfahrt. Weißt du, was es nicht mehr gibt im Bausimulator? Was denn? Das Begleitfahrzeug. Echt nicht? Das legendäre, aber völlig unnötige Begleitfahrzeug. Aber das war doch lustig. Das war ja für Multiplayer ganz cool, wenn man das so mit dem Schwertransport nachstellen konnte. Haben wir ja auch gemacht so. Genau. Ja, aber haben sie irgendwie gesagt, nö, brauchen wir nicht. Ja. Ich war so fasziniert von den günstigen Spritpreisen, dass ich nicht mehr nach vorne geguckt habe. Das war auch das Erste, was die Leute alle in die Kommentare geschrieben haben bei der ersten Video. Mach voll den Lachs, komm. Die würde ich auch mal gern tanken. Ja, jetzt haben wir das Problem, ne? Die rote Ampel. Jetzt stehen wir hier. Wenn du jetzt drüber fahren würdest, würdest du auch eine Strafe bekommen, ne? Das ist jetzt hier auch, oder wie war das? Ja, kann man aber auch ausschalten. Was gibt's noch für Strafen? Kann man auch zu schnell fahren, geblitzt werden? Nee, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube schon. Ja, gibt's hier Geschwindigkeitsschilder? Ich weiß es gar nicht, habe ich das nicht so gesehen. Aber ich weiß auch nicht, mit welchem Fahrzeug du zu schnell fahren solltest. Super, in der Stadt. Dem LKW, kann man ja schon wissen. Ja. Das hier so viel Spaß macht. Na ja, gut, ja. Die Steuerung ist ja auch so, dass man öfters mal ein bisschen driftet, ne? Ja gut, stimmt, das habe ich gemerkt. Ja. Unfreiwillig, mit dem Pritschenwagen, so die ein oder andere Spur. Ah, grün! Oh, schnell, gib Gas, ich will auch. Ja, ich habe leider habe ich hier einen ganz langen Transport. Muss ich jetzt leider ein bisschen die Kreuzung blockieren. Ja. Nein, es wird schon wieder rot. Das ist ja ärgerlich. Ich bin gerade fertig geworden. Ist ja ärgerlich. Da tue ich jetzt nicht mehr rüber. Upsa, Warnhinweis. Uiuiuiui. Ja, denk daran, dass das bezahlt, ne? War ordentlich. Ja, ich war schon ordentlich. So. Kilometer muss ich noch. Aber das ist auch ganz cool jetzt mit der Navigation. Das ist auch besser als damals, glaube ich, ne? Es sind so viele Details, ne? Ja. Also wirklich ganz gut. Besser zu haben. Aber ich habe gehört, auf der PlayStation 4, da stürzt das Spiel einfach immer ab. Echt? Das ist natürlich auch blöd, ne? Ungünstig. Hast du ja so ein Spiel für 50 Euro gekauft, da stürzt es einfach ab. Aber das sollte doch eigentlich vorher schon getestet sein, dass das geht? Keine Ahnung, okay. Ja, ich weiß, aber die PlayStation 4 ist, glaube ich, auch einfach eine mittlerweile echt schlechte Konsole, so. Echt? Die ist wirklich, ja, die ist einfach unglaublich veraltet.
Also technisch ist das ein ganz anderes Level als die PlayStation 5. Ach, 5 ist ja die aktuelle, ne? Ich bin ja halt genau. Ganz so ab. So. Also die fixen das jetzt nochmal und ich denke, die Abstürze werden auch irgendwann da wieder rauskommen, aber das ist schon technisch ein anderes Level. Ja, okay. Das ist das, was man aktuell hat. So, machen wir den Auftrag noch zu Ende oder würde ich sagen, machen wir auch Schluss hier mit der Folge, ne? Feierabend. Und dann haben wir das wirklich 13:30. Bisschen überarbeitet wirklich, heute. Alles geschafft dann. Ja. Die guten Museumsstücke dann weggebracht. Ja, gibt's das auch für Konsolen alles dann? Und Xbox auch oder was? Ja, ja. Okay. Ja, gut, ist ja vorbereitet, der Bauprofi. Simulatoren, weiß, was er hier spielt. Simulatoren immer krasser, ne? Dass sie immer mehr für so Konsolen und so kommen jetzt. Mhm. Ja. Aber das ist auch halt einfach ein riesiger Markt, ne? Ja. Also, weißt du, was ich meine jetzt hier mit den Ampeln? Ja. Hab wieder Hals wie Oberschenkel, ne? Da wird's ja erst wieder hell, da kommen wir erst an. Solange wir noch stehen an der Ampel. Ach, grün. So, geht's weiter. Gott sei Dank sind die hinteren Achsen gut mitgelenkt. Ja. Sonst kriegt man das, glaube ich, kaum hin. Und für was hast du den jetzt eingesetzt? Nur für den Baggertransport oder was? Oder den Tieflader, den du hast? Oder was musstest du transportieren? Ja, warum ich mir den ursprünglich gekauft habe, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, es war auch wegen so einer Containerladung. Hm, okay. Aber sonst nutze ich den... Ach genau, doch, ich habe den für den Bagger, weil man kann nämlich irgendein Fahrzeug, ich glaube, das war der größte Bagger, den ich da irgendwie braucht oder so, den kann man nur mit diesem Tieflader hier transportieren. Na, okay. Also da waren die anderen einfach zu klein für. Hm. Also, es gibt noch zwei andere Tieflader, aber die waren irgendwie zu klein. Deswegen habe ich nicht gegeizt. Ne? Und da kannst du dann so hinten so wahrscheinlich so Dinger dranlegen, dass du da hochfahren kannst, oder wie? Nee, das sind so Rampen, die dann automatisch ausfahren. Okay. Achso, die sind ja so verbaut da drin. Hm. Ich hab schon wieder die Polizeisirene gehört. Ja. Oh Gott. War die Ampel eventuell rot? So. Oh ja, diese Kopfsteinpflaster-Sound, mein Gott, ist das denn hier krass. Ich hasse Kopfsteinpflaster. Das Wohngebiet hier scheppern, ne? Ja, um 23.30 Uhr. Mit 50 Tonnen. Hä? Da ist die Polizei. Wo ist die Polizei? Das höre ich so auch. Hä? Hier. Und das ist das Feuerwehr oder was? Keine Ahnung, ich höre nichts. Okay, ich höre nur Kopfsteinpflaster. Das scheint zu sein. Was sagst du zu der Sache mit dem Schaden und so? Dass die Fahrzeuge mit der Zeit so, dass mit dir was repariert werden müssen oder so? Ja, es ist natürlich relativ simpel umgesetzt. Hm. Ich stehe dem neutral gegenüber, möchte ich mal sagen. Also es ist ganz nett, dass es das gibt, aber es hätte mir jetzt, glaube ich, auch nicht gefehlt, wenn es das nicht gegeben hätte. Aber die werden automatisch ja eh repariert, ne? Wenn man die eingelagert hat mit der Zeit, habe ich irgendwie gesehen, ne? Ja, genau, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich mache das immer an den Tankstellen. Hm. Aber da kann man auch reparieren. Okay. Ja, tanken und reparieren. Ach, tatsächlich. Gut, dass wir den Kran mitgenommen haben. Ach, ein Glück. Weil bei dem Containerauftrag, den ich vorher gemacht habe, da muss man einfach nur in den Hafen reinfahren. Aber der Bauprofi himself, der hatte mal wieder recht hier. Leon. Dann gut mitgedacht, vorbereitet. Muss ich den irgendwie... Nee, ich kann schon. Der ist schon markiert. Ich kann lösen. Ah, guck mal, da steht ja schon unser Museumsdirektor oder wer auch immer. Ah, tatsächlich. Wartet schon sehentlich. Ganzen Abend steht er hier rum. Herr Professor, wir sind doch gleich da. Ja. Wie lange haben Sie gewartet? Oh, jetzt höre ich auch die Polizei und so Sirenen. Der ist nicht begeistert. Der große Container der wertvollen Fracht. So, noch. Hui. Wenn der sieht, wie der schaukelt hier. Mit Vollgas einfach fallen lassen. Ja. Gut, dann sprechen wir mal mit dem Museumsdirektor hier. Ja. Dann zu dem Dialog. Komm ich, mach ich. Zack. Willkommen am Historischen Museum. Oh. Es überrascht mich, wie gut einige der Fundstücke noch erhalten sind. Mein Team brennt darauf, mit den Untersuchungen anzufangen. Außerdem wollten wir schon lange eine große Ausstellung zur Regionalgeschichte machen. Aber zunächst müssen die Statuen begutachtet und im Zweifel restauriert werden. Die Statuen zu bergen war ein sehr wichtiger Einsatz. Bei so fragilen Objekten
hätte das auch ganz leicht schief gehen können. Gute Arbeit. Da sag ich mal danke, ne? Auf die Bauprofis ist Verlass. Jetzt brauchen wir aber auch eine Freikarte fürs Museum. Da geizt er, glaube ich. Ja. So gut war es dann doch nicht. Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Auf müssen wir Fall. Jetzt mal überlegen, was wir in der nächsten Folge machen, aber das können wir auch in der nächsten Folge erst entscheiden. Leon, ja. Es war mir ein Fest. Ich würde sagen, einen Auftrag machen wir noch zusammen. Sehr gerne. Den machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr jetzt die eiserne Hand irgendwie gefunden. Ich weiß jetzt immer noch nicht ganz, was es damit auf sich hat. Aber ich auch nicht. Keine Ahnung, was ich hoffe jetzt einfach war. Mal, sie war im Container mit dabei. Ja. Oder vielleicht kommt die auch später noch. Das wäre es natürlich, wenn die so in der letzten Mission dann nochmal aufgegriffen wird. Wir werden sehen, ja. Aber ob man sich dann noch daran erinnert, ich weiß nicht. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Der Link zum Channel von Leon ist natürlich in der Videobeschreibung. Und ihr könnt ja alle mal rübergehen und sagen, Leon, starte bitte wieder deine YouTube-Karriere. Es muss wieder losgehen. Wieder mehr Videos, ja. Wieder mehr Videos, überhaupt Videos. Überhaupt Videos, genau. Das könnt ihr alle mal machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Bis dann, ciao.